So, wir werden uns jetzt zu Jurassic Park 3 begeben. Angestellte Yacht wollen wir nicht. Einmal ins Boot und Wetten, das wusstest du noch nicht. Stegosaurus hat 17 große Knochenplatten auf dem Rücken, während seine Schwanzspitze 4 lange Stacheln aufweist. Doch, das wusste ich. Dr. Grant, hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir lieben die freie Natur. Wir waren fast auf jeder Abenteuertour, die man überhaupt buchen kann. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. So, da wurde eine Menge ausgelassen. Amanda! Entschuldigung. Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Und zwar erstmal, dass am Anfang ihr Sohn mit, ich glaube, dem Lebensgefährten von ihr hier unterwegs war in der Nähe. Und ja, das Ganze dann böse geendet hat. Und die jetzt auf der Suche nach ihm sind, wo er eigentlich gesagt hatte, es wäre keine gute Idee, hier runter zu gehen. Wer kann denn hochspringen? Er? Auch nicht. So, machen wir mal die Kleinen hier weg. Wie viele von den Kleinen wollen denn hier noch kommen? So, hier kann nur jemand Kleines durchklettern. Da brauchen wir wahrscheinlich den Eric zu. Da hinten ist ein blauer Stein, den nehmen wir gleich mal mit. Verwende ein Seil wie das, das Kirby bei sich trägt, um an Lego-Haken zu ziehen. Hallo? Lego-Haken. Hallo? Wie mache ich das jetzt? Hä? Ach so, okay. Okay. Wieder was geht. Abenteurer wie, keine Ahnung, wie er jetzt heißt, können an Lego-Wänden klettern, um höher gelegene Gebiete zu erreichen. Billy heißt er. So, was kann denn Billy noch?
Nein, das kann er nicht. Schade. Wie wär's mal mit Stats einsammeln? Hier muss man auf irgendwas schießen. Da brauchen wir Dr. Grant zu. Hallo? Sehr schön. Hallo? Geht's noch? Ey, wo kommen die kleinen Scheißbiester die ganze Zeit her? Entschuldigung, wenn ich hier mal zwischendurch fluche, aber es ist nervig. Ja, ist gut. Also ich muss auch sagen, der dritte Teil ist einer, der mir jetzt nicht so dolle gefallen hat. Er war gut, aber die anderen waren meiner Meinung nach besser. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin kein Filmkritiker, sonst würde ich wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Aber ja, so tolle war er jetzt nicht. So, haben wir bald alles. Die Kiste können wir nicht kaputt machen, okay. Ich glaube, wir brauchen das alles nicht so kaputt machen. Da kriegen wir noch eine... Oder auch nicht. Ja, ich habe gedacht, da würden wir noch so ein Kit rauskriegen. So ein Knochending da. So, machen wir das hier noch kaputt und dann geht's ab nach oben. So, einsammeln. Gut. Dann wollen wir mal mit ihm hoch. Das hier nehmen wir auch noch mit. So. Ich klettere hier hoch. Einmal hier runter, dann, Moment, können wir hier irgendwas machen? Ne, da brauchen wir Dr. Grant so, okay. Dann hier hoch. Ui. Ich frage mich, warum das auf einmal anfängt zu ruckeln. Im Hintergrund dürfte normalerweise nichts laufen. Wir zerstören alles. Dass sie so fest zubeißen. Ah ja, okay. So, er kann jetzt mit seinem Haken da. So, kann er hier irgendwas machen? Ja, schaufeln. Mir war doch irgendwie so, als ob er eine Schaufel hätte. Und einmal hier rüber. So. Da brauchen wir ihn zu, okay. Ah, er kann das reparieren. Und einmal, nein, hallo, du sollst da dran drehen. Das wirst du ja wohl gebacken kriegen, oder?
So, mit ihm können wir jetzt hier das Seil durchschneiden. Hallo? Hä? Hä? Irgendwie... Verstehe ich jetzt nicht. Hallo? Fehler? Aha. Oh, und er muss jetzt den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Was ein Scheiß. Entschuldigung. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Ja, aber irgendwie... Hä? Oh. Jo, jetzt brauchen wir den. Hallo? Amanda, Schatz, Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Er sagt, dass das keine gute Idee ist. Was ist keine gute Idee? Rumzuschreien. Hallo? Eieieiei. Also manchmal spinnt's irgendwie ein bisschen. Wir machen erstmal das Zeug hier kaputt. So, er muss jetzt wieder hier hochwerfen. Und schmeißt das Ding um. Genau. So, was können wir denn hier bauen? Da hoch müssen wir. Nein, ich will hier hoch. Agile Charaktere können das. Da brauchen wir den Kleinen zu. So ein Mist. Schade. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Satellitentelefon! Ich, Sekunde. Oh, Mann! Und wir müssen wieder rennen. Hallo? Ich wollte springen. Nein, nein, nein. Ich muss nach der Folge muss ich mal einen Computer neu starten. Bei mir knackt es die ganze Zeit im, in, was heißt das denn jetzt?
hier in den... Genau den. Aua. Hier in den Kopfhörern. Deswegen da muss ich irgendwas dran ändern. Das ist etwas nervig. Aha, links, rechts. Ach, bitte. Ich hasse die Dinger, wo man hier abhauen muss. Oh, ist er gefangen. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. Landeplatz, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Ich glaube, wir haben den wahren Überlebenden nur ganz knapp verpasst. Irgendwas um die 95% werden wir wahrscheinlich haben. 89, okay. Über 10% ist nicht knapp. 3 Minikits. Alan Grant, Isla Sorna freigeschaltet. Billy Brennan freigeschaltet. Paul Kirby freigeschaltet. Amanda Kirby freigeschaltet. Cheryl Logan freigeschaltet. Okay. Transporter Anlage B Rostig freigeschaltet. Pickup freigeschaltet. Und das war's. Wir bekommen einen goldenen Stein fürs Level abgeschlossen. Und wie machen wir das jetzt? Wir werden die Geschichte morgen fortsetzen. Ich werde jetzt zwar noch kurz weiter aufnehmen, aber sobald ich speichern kann, werde ich abbrechen, den Computer neu starten, weil es kann nicht sein, dass es hier die ganze Zeit ruckelt bei mir im im Kopfhörer, die ganze Zeit knackt. Keine Ahnung, was das ist. Deswegen danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.